Hallo Hundefreunde, willkommen zurück bei Typisch Anita. Heute möchte ich euch zeigen, wie wir ungemütliche Wettertage überbrücken. Juna ist eigentlich sehr abenteuerlustig, aber an richtig verregneten Tagen mag auch sie nicht so wirklich raus ins Freie. Da genügt ihr normalerweise eine kurze Gassi-Runde. Allerdings bedeutet das für uns 100% geladene Energie in 80 Quadratmeter eingesperrt. Juna ist ein Sportschi, der wirklich sehr viel Beschäftigung benötigt. Gelangweilt auf der Couch liegen ist so gar nicht ihr Ding. Darum mussten wir auch kreativ werden, was die Beschäftigung im Haus anbelangt. Denn wenn sie unterfordert ist, fängt sie an, Unsinn zu machen. Das sind dann Aktionen wie Tapete von den Wänden holen oder auf Polstermöbeln buddeln. Das will man natürlich vermeiden. Tapezieren und Sofas neu beziehen ist so gar nicht meine favorisierte Freizeitbeschäftigung. Die kleine Maus ist mittlerweile 2 Jahre alt und wird natürlich auch langsam ruhiger. Allerdings braucht sie trotzdem immer noch viel Beschäftigung. Bedenkt, dass immer ihr die Spiele beenden solltet und nicht euer Hund. Wenn ihr es übertreibt und zu lange mit eurem Hund spielt, kann es ihn überfordern und am Ende verliert er im schlechtesten Fall dauerhaft das Interesse daran. So einen Hund dann zu beschäftigen, fällt dann schon schwerer aus. Unsere Spielsessions gehen meist ca. 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie ausgelastet Juna an den Vortagen wurde. Wenn wir am Vortag 2 bis 4 Stunden Wanderung gemacht haben, ist sie am nächsten Tag etwas gemütlicher. Da fallen die Spiele dann auch kürzer aus. Starten wir mit Nummer 1. Das erste Spiel ist ein kleines Intelligenzspiel. Ihr könnt es auf 2 Arten machen. Zum einen mit ein paar Pappbechern oder mit euren Händen. Solltet ihr euch für Gefäße entscheiden, solltet ihr darauf achten, dass sie nicht kaputt gehen können. Pappe oder Plastik sind dafür am besten geeignet. Bei diesem Spiel nehmt ihr ein kleines Leckerli und versteckt es unter einem der Becher. Je nachdem, wie gut euer Hund das macht, könnt ihr weitere Becher dazu nehmen. Für den Anfang empfehle ich euch, 1 bis 2 Becher zu verwenden. Das Spiel mit den Pappbechern ist bei Juna immer tagesformabhängig. Mal funktioniert es ganz gut und an Tagen wie zur Aufzeichnung ist das Spiel so gar nicht ihr Ding. Dann nehme ich nur die Hände für dieses Suchspiel. Es macht wirklich Spaß. Probiert es gerne selbst mit euren kleinen Kumpels aus. Für die abgewandelte Variante nehme ich einfach ein kleines Leckerli in die Hand und mache eine Faust. Anschließend halte ich beide Hände hin und lasse sie daran schnuppern. Wenn sie herausgefunden hat, in welcher Hand sich die Nascherei befindet, warte ich so lange darauf, bis sie ihre Pfote drauflegt. Dann öffne ich die Hand wieder und sie bekommt ihre Belohnung. Das zweite Spiel ist ein reines Suchspiel. Dafür nehme ich mir immer eine kleine Handvoll Leckerlis und bringe Juna in einem anderen Raum ins Sitz. Sit. Anschließend verteile ich die Leckerlis im Raum an unterschiedlichen Orten. Die Verstecke sollten nicht zu schwer für den Anfang sein. Leg die Leckerlis einfach irgendwo im Raum ab. Wenn es zu schwer sein sollte, helfe ich ein wenig nach, indem ich hingehe und mich riesig freue und darauf zeige. Das verstärkt die Bindung, denn Frauchen hat einen kleinen Schatz gefunden und gibt ihn mir sogar. Wenn ich fertig mit dem Verstecken der Leckerlis bin, gibt es das Kommando zum Suchen. In unserem Fall ist es das Wort Search. Nehmt dafür einfach einen Befehl, der für euch gut passt. Und schon kann das Suchspiel beginnen. Wenn der Hund dieses Spiel schon kennengelernt hat, kann man ihn auch super mit dem Lieblingsspielzeug machen. Das ist etwas besser für die kleine Hundehüfte, denn zu viele Leckerlis sind auch nicht so der Hit. So, das waren unsere kleinen Spielideen, um nasse Wettertage zu überbrücken. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, zeigt es uns mit dem Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf YouTube und Erfolg beim Training mit euren 4-beinigen Freunden.